Sternfrei in Pixenzeit. Erstmal die Frage, warum sternfrei? Ich nehme da oben was auf, wo Sterne sind, wo ich sie raus haben. Mein Hauptgrund ist, bei der bearbeitenden Luminanz habe ich es immer ganz gern, wenn die Sterne weg sind, weil ich fast nur Nebel aufnehme. Und dann nerven mich die Sterne. Ich kann mit Sternenmasken arbeiten, klar, das geht, aber irgendwie sieht es dann doch wieder blöder aus und da habe ich es ja ganz gerne weg. Zweiter Grund ist, aus ästhetischen Gründen. Ich habe ein wunderschönes Nebelgebiet und es ersäuft unter Sternen. Kann man sagen, okay, pass auf, wir kommen mal die ganzen Sterne raus und sehen nur schön den Nebel und das Auge wird nicht mehr abgelenkt. Am Anfang habe ich das immer gemacht, ihr habt mit Amy's Astro Actions, das sind ein paar Actions für Photoshop, liefen ganz gut. Ergebnis war dann so gewesen, der Nebel hat kaum Schaden genommen, eigentlich so gut wie gar keinen. Aber irgendwie die ganzen Sterne haben doch noch ziemlich Altballast drin gelassen bei der Bearbeitung und manchmal war noch ein bisschen viel gepunktet im Hintergrund so drin. Danach habe ich Straton probiert. Das ist ein kostenpflichtiges Tool. Amy kostet auch ein paar Euro. Mit Straton war ich, ja, sagen wir es mal so. Entweder hat man die Sterne komplett super rausgekriegt. Dafür sah der Nebel irgendwie so aus. Ja, was denn hier passiert? Ganz viele Details. Oder ich habe dann die Nebel mit super Details drin. Ich habe auch noch sehr viel Sternreste. Ungefähr wie bei Amy's Actions. Ich habe da nie ein Motiv gehabt, was so richtig gut funktioniert hatte bei Straton. Dann kam jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, war es gewesen, Starnet raus. Das war damals auch so ein Kommandozeilenprogramm. Man hat einfach das Bild gespeichert, gesagt, okay, machen wir was mal kurz mal sternfrei und das Ergebnis war super. Jetzt ist es rausgekommen als Prozess für Pixenzeit, kann man sich runterladen. Und dann möchte ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Das ist eine absolut einfache Bedienung, einfach nur mal klicken und das war's. Und wie die Ergebnisse aussehen bei ein paar Bildern. So, Nikita Misiura, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hat das programmiert, Starnet. Runterladen kann man es hier. Es gibt zwei Varianten, einmal eine für Linux und einmal eine für Windows. Die Mac-Version ist nochmal Arbeit. Wenn die rauskommt, keine Ahnung, stört mich nicht weiter groß, da ich ein Windows-Mensch bin. Die Apfelfreunde müssen halt noch ein bisschen warten. Zipfel einfach runterladen. Und dann zeige ich euch, wie man das mal installiert. So, wenn ihr jetzt ZIP entpackt habt, habt ihr diese Dateien. Die gesamten Dateien markiert ihr einfach mal. Rechte Maustaste sagt kopieren. Und dann geht ihr in den Ordner rein, wo Pixenzeit installiert wird. Vielmehr ist. Bei mir ist es dann Windows C, Programme, Pixenzeit und dann in den Ordner Bin gehen. Da fügt er dann die ganzen Dateien einfach ein, sagt einmal einfügen. Ich sage jetzt mal, die ganzen Dateien sind zu überspringen, weil bei mir ist es schon installiert. Ihr sagt einfach dann, mach es. Wenn noch eine Abfrage kommt, ihr braucht Administratorenrechte dazu, sagt einfach ja, klar, mach. Weil es halt direkt unter C liegt, da sagt Windows dann, so hat man nur mit Adminrechten darf man das so machen, ob man das auch wirklich will. So, danach könnt ihr Pixenzeit starten. Also vorher nicht Pixenzeit starten, erst danach. Und dann installiert ihr dieses Modul. Das geht ganz einfach. Ja, wie Sie sehen, habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar unter Prozessor gibt es unten Modules. Da geht ihr auf Install Modules, sagt einmal Search. Hier standardmäßig ist immer genau dieser Ordner drin, wo er es vorhin reinkopiert hat. Sagt Search. Bei mir sagt er jetzt, er hat nichts gefunden, weil es schon installiert ist. Bei euch wird dann hier stehen, dass das Starnet hier Starnet mit einem grünen Häkchen davor und dann sagt ihr einfach Install. Und schon habt ihr Starnet drin. Finden tut ihr Starnet danach unter den Prozessen hier oder ein bisschen schneller unter etc. ist es auch mit drin. Einfach mal raufklicken und so ein kleines niedliches Fensterchen macht sich dann auf.
Ihr nehmt euer Bild, was ihr sternfrei haben wollt. Ich habe jetzt mal aus Geschwindigkeitsgründen nur mal einen kleinen Crop genommen vom Adlernebel. Einstellmöglichkeiten habt ihr nicht viel drin. Ihr könnt einmal, dass er noch eine Maske generieren soll. Keine Ahnung, wozu die sinnvoll sein soll. Und Stride könnt ihr auf diesen Wert 128 lassen. Ich habe mal rumgespielt. Je kleiner der Wert ist, rein theoretisch, umso besser würden die Sterne noch entfernt werden. Ich habe keinen Unterschied gesehen, jedenfalls nicht, was auffällt irgendwie, was also wirklich nichts zu sehen. Der einzige große Unterschied ist die Geschwindigkeit. Es dauert exorbitant länger, zum Beispiel auf 8 Zeit. Wenn er hier vielleicht 5 Minuten braucht, bis es sternfrei ist, braucht ihr bei 8 mindestens eine Stunde, glaube ich. Ich habe es abgebrochen. Es dauert Ewigkeiten. 64 könnt ihr mal probieren. Dauert dann, glaube ich, 2,5 Mal so lang ungefähr irgendwie. Aber 128 reicht aus. Hat der Programmierer auch geschrieben in Nikita, dass der 128 Standardwert ist und andere bräuchte man eigentlich gar nicht. So, ihr habt das Bild offen, sagt einfach einmal Schuss, macht es sternfrei. Kann einen kleinen Augenblick jetzt dauern, je groß das Bild halt bei euch ist, umso länger dann. Nicht wundern. Genau, das ist passiert. Es ist alles im grünen Bereich. Es ist nicht abgestört, PixInsight. Es läuft alles einwandfrei. Nikita ist noch dabei, dass oben die Konsole auch eingeblendet wird, wo man prozentualen Fortschritt sieht. So momentan passiert es dann teilweise bei den Sternfrei-Rechnern, dass komplett alle Fenster geschlossen werden innerhalb von PixInsight und PixInsight einen schwarzen Hintergrund kriegt und ihr die Uhr sieht. Kein Problem, wie ihr seht, es ist fertig und die Sterne sind draußen. Habt ihr nochmal einen kleinen Unterschied mit Sterne und ohne Sterne. Hier Starnet macht das wirklich wundervoll sauber. Ihr habt nicht irgendwelchen Müllen, Artefakten, sonst irgendwas drin. Will ich mal kurz mal zeigen, was so die Unterschiede sind. Hier haben wir jetzt mal den kompletten Adlernebel mit Sterne und ohne Sterne. Hier unten seht ihr noch ein bisschen so kleine Fleckchen. Die könnt ihr, wenn es euch nervt, in Photoshop rausmachen mit einem Reparaturwerkzeug. Ich zeige euch nachher mal, wie das geht dann auch noch kurz. Aber kleine Artefakte werden meistens immer da sein. Hier, worum es mir mal geht, ist halt die Luminanz. Hier ist die normale Luminanz. Die schon vorbereitet. Ich habe einen Auto-Stretch gemacht und dann diesen angewendet. Wichtig ist, Starnet kann nur auf einem wirklich gestretched Bild arbeiten, als mit den SRF-Funktionen. Wenn ihr das einfach nur so für euch zum erstmal gucken, stretchen und dann die Sterne freimachen wollt, wird das nicht klappen. Der kann bloß die Sterne rauslöschen, die wirklich schon zu sehen sind. Also müsst ihr wirklich einen echten Stretch machen. Und ich habe ganz gerne, wie gesagt, bei Luminanz halt die Sterne draußen, damit ich den Hintergrund ruhiger bearbeiten kann, ohne abgelenkt zu sein von den Sternen. Dann sieht es zum Beispiel so aus, wenn ich jetzt mal reinzoome. Ihr seht hier beim reinen Alpha so gut wie gar keine Reste irgendwie. Hier ist ja der große helle Stern gewesen. Bleibt auch kaum was übrig. Jetzt mal aus ästhetischen Gründen. Tulpennebel. SH2101 ist es, glaube ich. So sieht er jetzt mit Sternen aus. Wenn wir jetzt die Sterne wegmachen, wirkt das schon wieder ganz anders. Wirkt jetzt irgendwie wie ein Aquarell, finde ich, die ganze Sache. Und NGC 700, upsala, 700, 7822, mein Gott. Wirkt mit Sterne so, es sind nicht so viele Sterne, aber wenn man die Sterne jetzt rausnimmt, hat man auch wieder so ein schönes Gemälde mehr. Wo es Probleme ein bisschen gibt manchmal ist, wenn ihr sehr starke Halos drin habt. Hier habe ich jetzt damals diesen einplanetarischen Nebel aufgenommen, wo ich den Namen jetzt nicht weiß. OU schießt mich tot. Hatte tierische Probleme mit den O3, weil es ein absolut feiner Nebel ist und die Sterne sind richtig aufgelippt. Das muss ich nochmal bearbeiten, aber auch das kriegt man sternfrei und sieht dann wirklich mehr diese ganzen Nebelstrukturen. Sie kommen besser rum. Hier ist halt der Problem mit den Halo, das schafft Starnet auch. Auch nicht so richtig. Aber kann man auch keinen Vorwurf machen. Jetzt kann man an eine Grenze, wo es ein bisschen an eine Grenze kommt, Starnet ist bei Sonnenaufnahmen. Hier sind extrem viele Sterne drin. Ist mit 200 mm nur aufgenommen worden. Wenn ich da die Sterne rausmache bei dem fertigen Farbbild, gehen reichlich Strukturen hier oben verloren in Crescent. Da habe ich mal eins ausprobiert. Ich habe mal bei dem Bild mal die einzelnen Farbkanäle extrahiert und jeden einzelnen Farbkanal
für sich mal sternfrei gemacht und die dann wieder zusammengefügt zu einem Bild. Wenn man es jetzt hier anguckt, gerade mal vergrößert, fällt schon auf, na, gehen wir ein bisschen rüber hier, so, dass auf die Art und Weise mehr Details erhalten geblieben sind. Aber es ist wirklich bei so einer Aufnahme mit relativ geringer Auflösung, da gibt es halt Probleme, wenn man Sterne entfernt, aber trotzdem, man sieht was, das bewirkt die ganze Sache. Es wirkt ganz anders, das Bild, als wenn ich jetzt das hier nochmal mit Sterne habe. Also hier sieht es schöner aus mit Sterne, aber es ist ein ganz anderer Eindruck, ist das. So, und jetzt werde ich euch nochmal zeigen, kurz in Photoshop, wie ich das immer mache, mit der Luminanz, warum ich das immer so gerne habe dann und wie ich die Sterne wieder reinbekomme. Das ist eine ganz einfache Sache, zeige ich euch mal kurz. So, also ihr braucht zwei Bilder. Einmal das Bild, wo ihr die Sterne drin habt, die so aussehen, wie euch gefallen, von der Größe, von der Anzahl, mit allem drum und dran. Das öffnet ihr. Das haben wir hier. Dann nehmt ihr euer Bild mit der fertigen Luminanz, die ihr euch gemacht habt, ohne Sterne. Das haben wir hier jetzt so. Und jetzt ist ganz einfach. Ihr nehmt das Bild, wo die Sterne drin sind, sagt Steuerung A, Steuerung C, also kopiert das gesamte Bild, geht auf das Bild, wo ihr keine Sterne drin habt, eure Luminanz sozusagen, also eure fertige wirkliche Luminanz, und sagt einfach nur Steuerung V und fügt diese Ebene ein. So, jetzt habt ihr die nochmal eingefügt, aber ihr wollt ja nur die Sterne praktisch drin haben und die Sterne sind das Hellste in dem Bild. Und deswegen sagt ihr einfach, pass mal auf, mach mal nur aufhellen und schon habt ihr in eurem Bild, was ihr vorher schön bearbeitet habt oder lieber richtig toll rausgekommen ist, habt ihr die Sterne jetzt nachträglich eingefügt. So, jetzt werde ich euch noch was anderes zeigen, und zwar, wenn mal Reste drin sind im Bild von Sternen. Also hier sind nicht besonders viel drin, aber ich zeige euch mal trotzdem, wie es geht. Dazu vergrößern wir mal das Bild noch ein bisschen. So, und wir suchen uns mal irgendwo, wo so ein Sternrest drin ist. Und mal sehen, okay, da ist noch irgendwie so ein Halo und sowas. Ist natürlich irgendwie ein bisschen das falsche Bild dafür, weil hier wirklich alles sehr gut geklappt hat. Nehmen wir mal die Ecke hier mal noch einen hellen Stern mit drin. Es gibt ein Werkzeug, das ist dieses Pflaster, Reparaturwerkzeug. Ihr wählt dieses aus, macht durch die Größe irgendwie das wirklich so das Feld, was also den Stern, was ihr weg haben wollt, ungefähr. Das müsste ganz gut passen. Ja, ist ein bisschen zu groß, aber dafür reicht es jetzt. Und macht hier oben als Modus abdunkeln. Ihr geht einfach rauf, klick und schon ist der Stern weg. Was zu hell ist, wird einfach dunkler gemacht. Ach, hier oben, na, hier ist mit dem Halo noch ein bisschen was zu sehen. Den hier oben könnte man zum Beispiel auch so wegmachen. Man sieht den nicht. Ihr könnt auch eins machen. Manchmal sieht es ein bisschen besser aus, wenn ihr sagt, normal als Modus. So, mal gucken, hier haben wir auch so einen Stern. Müsst ihr mal ausprobieren. Mal es abdunkeln besser. Mal es normal besser. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der ganzen Sache. Dann viel Spaß. Thank you.